Es ist der 1. Dezember 2020 und hinter dem Türchen mit der 1 drauf warten auf Sie heute der Dialog Digitalisierung Nummer 4, das 22. DEE-Forum und die Verleihung des Preises für Innovation in der Erwachsenenbildung. Gleich drei Veranstaltungen in einer, zu der ich Sie im Namen des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung sehr, sehr herzlich begrüße. Unser Thema heute ist die digitale Erwachsenenbildung, ein Thema, das im Zeichen der Corona-Pandemie natürlich alle Fachdebatten beherrscht. Aber wir wollen dieses Thema heute unter einem ganz besonderen Blickwinkel betrachten. Wir wollen fragen, wie wir in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung mit Unterstützung der Educational Technology oder kurz der EdTech gute Bildung oder besser gesagt noch bessere Bildung herstellen können und wie die Bildungsprofis noch besser lernen können, was sie wissen und können müssen, damit sie die Potenziale dieser Technologie in der Praxis auch wirklich abrufen können und damit das auch wirklich zu guter Bildung führt. Dieser letzte Gedanke prägt insbesondere heute nachher die Verleihung des Preises für Innovation in der Erwachsenenbildung, also alles, was mit dem Stichwort Professionalität des Bildungspersonals zu tun hat. Der andere Teil, die Frage nach der Qualität digitaler Bildung, das wird das Leitmotiv sein für alle übrigen Teile der Veranstaltung. Nun, was waren unsere Annahmen, als wir mit unserer Vorbereitung ausgerechnet dieses Thema ausgewählt haben? Also zum einen sind wir davon ausgegangen, dass es noch insgesamt zu wenig Austausch gibt zwischen der Bildungspraxis der organisierten Weiterbildung auf der einen Seite und der digitalen Avantgarde der EdTech-Unternehmen auf der anderen Seite. Wir nahmen auch an, dass beide Seiten voneinander lernen können. Die einen könnten besser verstehen, welche Technologien es gibt und wofür sie gut sind. Die anderen könnten lernen, mit welchen bildungsbezogenen Werten und Annahmen über gute Bildung Erwachsenenbildner agieren. Im Idealfall würden jetzt dann erste Verständigungen entstehen zu einem modernisierten Qualitätsverständnis von Erwachsenenbildung, das sowohl im Digitalen wie im Analogen funktioniert. Wir haben Sie vor der Veranstaltung gebeten, Einschätzungen zu geben zu einer kleinen Umfrage, die wir haben laufen lassen. Und das können jetzt vielleicht die Kollegen einmal einblenden, was dort die Ergebnisse sind, die Sie hervorgebracht haben. Sie haben zu ganz großen Teilen mit 81% der Aussage zugestimmt, dass wir eine Qualitätsdebatte für digitale Erwachsenen- und Weiterbildung brauchen. Sie haben auch mit mehr als drei Vierteln zugestimmt, dass digitale Bildungstechnologien in der Erwachsenenbildung zu bekannt sind. Ich will jetzt aber auch nicht alles im Einzelnen durchgehen, aber nur 7% von Ihnen haben gesagt, dass die Praxis über die notwendigen Kompetenzen verfügt, die Herausforderungen der Digitalisierung zu bewältigen. Ich denke, diese Ergebnisse zeigen, dass wir mit dem Thema ungefähr richtig liegen. Und ich denke, das zeigt auch unsere Teilnehmendenzahl. Wir haben weit über 600 Anmeldungen zu dieser Veranstaltung bekommen, was uns sehr, sehr freut. Und ich möchte sagen, dass diese Zahl uns natürlich auf der einen Seite ehrt, auf der anderen Seite aber auch ihre Möglichkeiten zur Mitwirkung in gewisser Hinsicht ein bisschen einschränkt, weil man natürlich nicht mit 600 Personen so interaktiv sein kann, wie man das im kleinen Kreis vielleicht sein kann. Ich möchte aber verdeutlichen, wie Sie trotz allem mitmachen können. Sie sehen ja auf der Website der Veranstaltung die Möglichkeit, zu twittern. Sie haben die Möglichkeit, einer digitalen Pinnwand mitzuwirken, also unser Padlet. Sie können nachher auch an weiteren Umfragen teilnehmen. Wir werden eine längere Pause am Mittag haben, wo Sie die Möglichkeiten haben, mit einem speziellen Tool, Wanda heißt das, sich auch zu vernetzen mit anderen Akteuren, dort Personen kennenzulernen. Und Sie haben natürlich die Möglichkeit, die ganze Zeit im offenen Chat zu schreiben. Und wir werden einige dieser Fragen in den Teilen dann entsprechend auch berücksichtigen in den Diskussionen. Und damit auch der andere Teil, also das, was wir Ihnen gewissermaßen vorbereitet haben und Ihnen präsentieren, damit das möglichst diskursiv ist, haben wir die Slots für Inputs auf so einen Zeitrahmen von 20 bis 25 Minuten eingeschränkt und haben jeweils so Critical Respondents benannt, die dann auch für prägnante Fragen und entsprechend Gesprächsstoff sorgen. So, dann jetzt ist es kurz Zeit, das Wort an Professor Josef Schrader zu geben, den wissenschaftlichen Direktor unseres Hauses. Lieber Herr Schrader, wie würden Sie denn das Thema der heutigen Veranstaltung umreißen? Vielen Dank, Herr Brandt.
Zunächst möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen an Ihren Bildschirmen zu Hause, am Arbeitsplatz oder vielleicht sitzen Sie auch im ICE und beobachten Teile des Forums und beteiligen sich möglicherweise gar aktiv daran. Die Frage, was ist das Kernthema, die habe ich mir bei der Vorbereitung auf diese Veranstaltung selber auch gestellt und habe versucht, sie dadurch zu beantworten, dass ich mich gefragt habe, was hätten wir denn eigentlich getan und diskutiert, wenn wir dieses Forum nicht 2020, sondern 2018 durchgeführt hätten, zu Fragen der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung und Weiterbildung. Hätten wir das dann nicht auch mindestens in Teilen virtuell durchführen sollen oder gar müssen? Hätte man das von einem Institut wie dem DIE nicht erwartet, dass bei einem solchen Thema sozusagen Form und Inhalt dann auch in eine angemessene Übereinstimmung gebracht werden? Vermutlich hätten wir es nicht getan. Und wenn wir gefragt worden wären, warum wir das nicht getan hätten, dann hätten die einen vielleicht auf die Bildungspolitik gezeigt. Die digitalen Infrastrukturen sind in der Weiterbildung nicht so entwickelt, dass man damit professionell arbeiten kann. Die Kompetenzen des pädagogischen Personals sind vielleicht nicht hinreichend unterstützt worden. Andere hätten auf die Wissenschaft verwiesen, die viele innovative Entwicklungen in der Nutzung digitaler Medien hervorgebracht hat, aber noch wenig zu deren breiter Nutzung in der Praxis beigetragen hat. Oder man hätte auch das DIE oder die Weiterbildungspraxis kritisiert. Das klang ja eben bei der Befragung auch schon ein bisschen durch, dass sie sich zu lange am Bewährten festhält und etwas zurückhaltend gegenüber dem Neuen, dem Innovativen ist. Also eine Reihe von Entschuldigungen werden uns wahrscheinlich eingefallen. Aber nehmen wir mal an, alle diese Rahmenbedingungen seien in unserem Sinne erfüllt gewesen und wir hätten den Mut, Entschuldigung, gehabt, diese Veranstaltung tatsächlich virtuell durchzuführen. Was hätten wir dann diskutiert? Ich bin sicher, genau die Themen, die jetzt noch auf der Agenda dieses Forums stehen, Fragen nach der Professionalität und Qualität des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien, wenn man so will, die ewigen Fragen der Pädagogik danach, wie Bildung möglich ist und was digitale Medien heute dazu beitragen können. Von daher denke ich, diese Veranstaltung zielt in das Zentrum der aktuellen Diskussion. Sie füllt eine Leerstelle auch der aktuellen Diskussion und ich bin sehr gespannt, welche Antworten wir heute darauf finden. Denn die Fragen mögen zwar alt und kontinuierlich sein, aber die Antworten darauf müssen natürlich immer wieder neu gefunden werden. Und zu dem Neuen gehört heute sicher das, was wir digitale Transformation nennen. Ich will noch einen zweiten Gesichtspunkt betonen, den Sie auch schon angesprochen haben, Herr Brandt. Ich bin sicher, dass die digitale Transformation weder als Top-Down-Strategie noch als Bottom-Up-Strategie gelingen wird, sondern sie wird nur gelingen, im permanenten Dialog zwischen denjenigen, die innovative Angebote in der Entwicklung machen können, denjenigen, die politisch Verantwortung tragen und denjenigen, die solche Prozesse wissenschaftlich begleiten, anregen und evaluieren können. Und das war immer schon der Kerngedanke des DIE-Forums, dass wir genau diesen Dialog ermöglichen wollen. Wir haben natürlich eine Reihe von Einschränkungen. Wir können uns nicht informell begegnen, es gibt kein kulturelles Beiprogramm, sie werden vom DIE nicht bewirtet, es gibt kein schönes Abendessen. Das ist sicher das, worauf wir heute verzichten müssen im Vergleich zu anderen Foren. Ich bin aber genauso sicher, dass wir auf alles Kommunikative und Informelle nicht bzw. nicht vollständig verzichten müssen, dass auch die digitalen Medien uns Möglichkeiten bieten, das zu realisieren, was man von den Präsenzveranstaltungen üblicherweise auch erwartet. Von daher freue ich mich auf den Austausch mit Ihnen allen. Danken möchte ich vor allem dem Vorbereitungsteam, Frau Bayer-Paulik, Frau Baghdadi, Herrn Brandt, Herrn Schröter, die, wenn man so will, zu dem Mut gezwungen wurden, in diesem Jahr ein vollständig virtuelles Forum durchzuführen, die dabei auch die Erfahrung mussten, dass agiles Planen doch mit einem erheblichen Zusatzaufwand verbunden ist. Ich bin aber sicher, dass sich dieser Aufwand gelohnt hat. Und freue mich auf den Austausch mit Ihnen allen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Herr Schrader.